Hi, Miri Kavandens. Willkommen zu meinen 365 Tagen von der Essstörung in die Recovery. Hier war ich vor einem Jahr, hier, was ihr seht, habe ich mich quasi in meiner quasi Recovery in das Thema Nierenfiltrierung verloren und ja, habe mich da rein verrannt. Es war so ein Ding, wo meine Gesundheitszwänge mich reingetrieben haben, meine Essstörung mich reingetrieben haben. Alles aufgrund meiner Finger mit dem Problem, das ich da hatte mit meiner Zirkulierung, mit meinem Blutkreislauf. Sagt man das so? Ich glaube schon. Ihr werdet gleich auch noch sehr krasse Bilder sehen von meinen Händen. Das war da echt richtig, richtig schlimm. Werdet ihr da auch sehen. Und deswegen habe ich da angefangen, also wer das nicht genau weiß, Kidneyfiltrierung kannst du quasi anhand des Aussehens deines und der Beschaffenheit deines Urins ein bisschen nachvollziehen. Der sollte quasi nicht komplett klar sein, sondern er sollte undurchsichtig sein, so ein bisschen wie naturtrüber Apfelsaft. Das ist natürlich und das sind quasi die säurehaltigen, also es sind einfach säurehaltige Substanzen, die sich da absetzen. Da gehe ich nochmal ein andermal näher drauf ein, aber wenn du den ersten Urin nimmst am Tag und der sich halt dann setzt, nach ein paar Stunden, dann hast du unten quasi dieses etwas bewölkte, naturtrübe Sediment. Und das ist auch nichts Ekliges oder so, das ist einfach nur natürlich. Aber genau, das solltest du haben. Das Ding ist, ich habe da so gegessen, wie zum Beispiel Dr. Morris, der große Verfechter dieses Gesundheitshacks ist. Und habe das jeden Morgen gemacht, habe mir das angeguckt, stundenlang stehen gelassen und so weiter. Und festgestellt, ich, also zu dieser Zeit, deswegen habe ich hier die Screenshots gemacht, ich habe eigentlich... Ich habe dieses Sediment nicht. Das gibt es bei mir gar nicht. Und ich habe so perfekt gegessen. Und als ich quasi am gesündesten gegessen habe, was ich jetzt gar nicht mehr so sehen würde, habe ich das gar nicht gehabt, wie es sein sollte. Und das ist halt... Ich bin kein Experte davon, Leute. Aber man sagt, dass das ein Zeichen ist, dass die Nieren nicht so filtern, wie sie eigentlich filtern sollten. Was auch Sinn macht, wenn der Körper nicht genügend Energie hat und an allem gespart werden muss. Und wenn die Organe einfach nicht so funktionieren, wie sie eigentlich funktionieren sollten. Also eigentlich, wenn man sehr gesund funktioniert, sollte man erwarten können, dass man diesen bewölkten Urin hat. Hatte ich ganz und gar nicht. Bei mir war eigentlich so gut wie nichts. Der war komplett klar, ja, wie gefilterter Apfelsaft sozusagen. Und da wird es auch noch weitere Clips geben, auch in Zukunft, in naher Zukunft zu dem Thema. Aber das ist halt so, das Einzige, was mir geholfen hätte, wäre da auch einfach mal ein paar tausend mehr Kalorien am Tag zu essen, um das auch in die Gänge zu bekommen. Und am Ende kommt es halt nicht darauf an, dass du dich nur alkalisch ernährst, sondern es muss einfach nur eine gewisse Balance im Körper geben. Und hier bin ich halt so mega, ich dachte halt, oh, ich muss jetzt einfach, weil vielleicht in meinen Fingern sich Dinge abgesetzt haben und nicht entgiftet werden und Ablagerungen und sowas und ja, meine Nieren, könnte sein, dass es irgendwie zusammenhängt und so weiter. Und habe halt gedacht, du musst jetzt einfach so alkalisch wie nur möglich essen. Ihr habt auch hier das Buch gerade gesehen, dieses Protein Myth, was auch an sich, es kann ich sehr empfehlen. Wir brauchen nicht so viel Protein, wie alle immer von den Dächern pfeifen, von Dr. Garth Davis. Proteine und Fette sind ja auch säurebasiert sozusagen, weil es sind Fettsäuren, es sind Aminosäuren. Aber das heißt nicht, dass man davor Angst haben muss. Auch diese Dinge brauchen wir. Und wer hätte es gedacht, dass am Ende des Tages, wenn wir alles essen und keine Angst davor haben und auch genügend essen, dass sich das dann alles von alleine irgendwie ausbalanciert. Solange man natürlich nicht das Glück seines Lebens und die einzigen Highlights seines Tages und seines Lebens in Essen sucht und von morgens bis abends vor McDonald's lebt, was auch nie so passieren wird, auch dir nicht, wenn du das einfach mal zulässt, durch diesen extremen Hunger zu gehen, und diese Balance sich von alleine herstellen kann. Ja, genau, ist auch Teil des Recovery-Prozesses, dass du da auch findest, wow, das Leben dreht sich gar nicht darum, sondern ich lebe eigentlich da und dafür. Ich habe ganz andere Werte als die Essstörung, die sich immer um mich drehen wollte, aber ich drehe mich jetzt um ganz andere Dinge.
Dinge im Leben. Anderes Video. Ihr seht hier, an meiner rechten Hand hatte ich, war es noch, war es viel ausgeprägter noch als an der linken, aber an beiden schlimm. Geschwollen, blau, rot, gelb auf einmal oder an manchen Zeiten des Tages mal so, mal so, mal so. Die haben gejuckt. Die haben sich angefühlt, als wenn sie explodieren würden. Ich finde, die sehen auch hier, sieht man auch hier, das sieht so aus, als wollen die explodieren. Das hat mir richtig Angst gemacht, weil ich konnte noch nicht mal eine Faust machen. Das habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, aber das macht einem Angst. Und ich habe das nie vorher gehabt. Und deswegen dachte ich halt, ey, ja, wenn das halt, ich habe halt gespürt, das hat nichts mit den Gelenken zu tun. Das ist einfach so eine Anschwellung. Ja, wenn das jetzt irgendwas ist, weil wegen meine Nieren sind überfordert oder sonst was, ja, dann muss ich jetzt alle Hebel und Register ziehen und alles radikal, so gesund wie nur möglich. Und das hat mich halt mega, mega so in Panik versetzt. War überhaupt nicht gut für mich. Ihr seht hier auch diese Brennnesseln, die ich damit reingemacht habe. Und das kann man, mir schmeckt das auch. Man kann das trinken und meine Geschmacks, ich hab nie irgendwas gegessen, was ich runtergewürgt habe. Also wenn überhaupt, dann hat meine Essstörung schon dafür gesorgt, dass alles, was ich irgendwie zu mir nahm, sich auch gelohnt hat sozusagen. Aber ich war da einfach in diesem krass orthorektischen Mindset einfach wieder angekommen. Seht hier Süßkartoffeln. Ich liebe Süßkartoffeln. Alles, was ihr hier auf den Bildern seht, liebe ich auch. Aber es ist einfach nicht das gewesen, was mein Körper da gebraucht hat. Ich dachte, je gesünder, desto besser für meinen Körper dann auch an zu der Zeit. Es hätte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein können, ja. Ich hätte da mal die ganzen Sachen, von denen ich dachte, dass sie ja ach so schlimm sind, die ganzen ungesunden Sachen, kalorienreichen Sachen, die hätte ich da essen müssen. Und die haben am Ende eben auch gebracht, dass es meinen Fingern besser ging. Hier vor einer Woche, M&Ms. Nein, ich sehe die nicht mehr als irgendein säurebildendes Essen, was irgendwie schlimm für mich ist. Nein, ich esse die nicht von morgens bis abends nur. Aber ich habe die ja schon so ziemlich, also ich habe halt sowas in der Art sehr wohl so in dem Motto von morgens bis abends in meinem extremen Hunger auch gegessen, damit sich die echte Balance von selber einpendeln kann, ohne dass ich die produziere, künstlich, ja. Möchte jetzt ein paar Worte sagen zu, ja, überleg dir, wo du in 6 Monaten sein möchtest. Die Arbeit, die du heute tust, wird dich dahin bringen. Das ist einfach so, so wahr und ich hätte nie gedacht, als ich das angefangen habe, dass ich in 6 Monaten tatsächlich so gut wie voll, also komplett recovered sein würde. Hätte ich nie gedacht, hätte ich dich ausgelacht, hättest du mir das gesagt. Es hat aber tatsächlich genau diese Zeit so ziemlich gedauert, bis ich all die, wirklich jegliche Ängste vor Essen verloren hatte. Und ich bin überzeugt davon, dass das nur der Fall ist, weil ich das so radikal angegangen bin. Du kannst mir jetzt alles geben, es gibt nichts mehr, wovor ich Angst habe. Das befähigt mich zu einem Leben, das ich vorher nie leben konnte. Allein schon einen Städtetrip mit meiner Schwester und meiner Mama zu machen, einen Frauentag und einfach YOLO und zu leben und sich's gut gehen zu lassen, hätte ich in meinem Leben lang immer nur machen können mit irgendwelchen krassen Regeln und oh, hoffentlich finde ich hier was zu essen und, oh, und hoffentlich was Gesundes und oh, die ganze Zeit wäre ich so darum gekreist und einfach diese Präsenz, die für andere Leute total selbstverständlich ist, die ich habe in meinem Herzen für andere Menschen, habe ich nie gehabt in meinem Leben vorher. Und ich liebe es einfach, entspannt zu sein, nicht mehr ängstlich, das Leben genießen zu können. Die Essstörung stand immer dazwischen. Und es gibt ja auch diesen Spruch, der halt so besagt, ja, ich liebe den. In 10 Jahren wirst du dir wünschen, du hättest vor 10 Jahren angefangen. Und das kannst du auf jede Zeitspanne beziehen. Du kannst auch sagen, in 10 Tagen wirst du dir wünschen, du hättest vor 10 Tagen angefangen. In 10 Wochen, in 10 Monaten kannst du auf alles beziehen. Und dieser Tag ist dann halt heute, dass du dir dann wünschst, du hättest heute angefangen. Das ist ja so ein Phänomen von uns Menschen, dass wir sagen, ja, okay, morgen. Aber gerade bei der Recovery möchte ich dir wirklich jetzt in dein Herz reinreden, dieses Morgen kommt irgendwie nicht. Ja, bei mir war das halt eben so, es gibt, du hast morgen nicht in der Hand, wer weiß, was dann ist. Und in der Vergangenheit zu baden, bringt dir auch schlicht und einfach nichts. Das Einzige, was du wirklich hast, ist jetzt. So schleimig und ausgelutscht das auch klingt, aber es ist so. Der einzige Tag, den du wirklich zu deinem Tag machen kannst, in dem du wirklich was verändern kannst, ist heute.
Und deswegen schau dir heute an, wo möchtest du in 6 Monaten sein, und dann agiere heute, um dahin zu kommen. Dann auch die Schritte, die du heute machst, entscheiden dann, wo du in 6 Monaten bist. Und genau da habe ich dann am Ende gehandelt und bin da radikal eingestiegen. Und ich bin überzeugt davon, nur, also diese Herangehensweise, die ich genutzt habe, eben mit diesem Reprogrammieren mental, worüber dann auch mein Buch gehen wird, das ich gerade übersetze, so schnell wie möglich für euch, von Tabitha Farrar eben, dass nur das hat bewirkt, dass ich tatsächlich recovered sein kann und dass ich ein halbes Jahr später da war, wo ich war und diese Ängste alle nicht mehr hatte, weil täglich sich was verändert hat in meinem Hirn. Mit jedem Mal, dass ich das Gegenteil gemacht habe von der Angst, ist es weniger geworden. Ich habe jeden Tag förmlich gemerkt, wie diese Zahnräder in meinem Gehirn sozusagen so klicken und sich neu einjustieren und sich meine neuronale, also ja, diese Neuroplastizität des Gehirns verändert. Ja, das ist, kann auf alles im Leben anwenden, dieses Umprogrammieren des Gehirns. Alles, was wir vermeiden, davor entwickeln wir eine Angst. Und alles, ja, das ist halt auch krass, ne, so diese Erkenntnis. In diesem Sinne, wenn du jetzt dieses Video ausmachst, nimmst du dir einen Stift und schreibst dir auf, ja, die Gründe, warum du recovern möchtest und wo du in einem halben Jahr stehen möchtest. Und in einem halben Jahr werden meine Videos dann eben auch mit dem extremen Hunger kommen und alles. Mach nicht den Fehler und warte bis dahin. Du musst erkennen, dass das eine richtig dumme Masche ist von deiner Essstörung, die sagt, oh ja, und du musst bis dahin warten. Nein, du hast dann nichts weiteres gewonnen, als noch ein weiteres halbes Jahr deines Lebens zu verlieren. Ja, es ist dein Leben und nicht meins, um das es jetzt geht. Und du hast es in der Hand, wo du in einem halben Jahr stehst. In diesem Sinne, gerne einen Daumen hoch, würde ich mich sehr darüber freuen. Damit kannst du unterstützen, dass mein Kanal wächst. Und gerne auch einer Freundin oder einem Freund zukommen lassen, damit diese Videos auch an die Herzen kommen, die es brauchen. Und die Hirne vor allen Dingen. Genau, bis zum morgigen Video. Und merkt ihr, montags ist Livestream-Tag. Wir hatten einen richtig krassen Livestream am Montag. Mein Herz ist voll immer noch davon. Und sei mit dabei, wenn du deine Fragen instantan beantwortet haben möchtest von David und mir. Und bis morgen. Ciao.